Willkommen zur Ankündigung des Junosch Sub Cups. Beim Junosch Sub Cup handelt es sich um ein Wrestling-Turnier, welches im Stil einer WM ausgetragen wird. Das bedeutet Folgendes: Insgesamt gibt es 7 Gruppen mit jeweils 5 Teilnehmern. Am Anfang trifft jeder auf jeden in seiner Gruppe. Der erste und der zweite Platz kommen dann in die K.O.-Phase. Dort gibt es dann ein Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und dann schlussendlich auch das Finale sowie ein Spiel um Platz 3. Der Gewinner wird dann der erste Gewinner des Junosch Sub Cups. Ich versuche diesen Cup wie ein kleines Event darzustellen auf meinem Kanal, sodass es so zweimal im Jahr kommen kann, wo man richtig dann mitfiebert in den paar Wochen, wo dieses Turnier stattfindet und man auch sich freut, wenn man das Ding auch mal gewonnen hat. Doch jetzt kommen wir erstmal zu dem wichtigsten Teil der ganzen Sache. Und zwar, wer sind die Teilnehmer und in welchen Gruppen treten sie an? Gruppe A besteht aus Star Trek, Success, Abdel, Hardcore Kicker und Nevin. Gruppe B ist Samuel, 7X, der Dragon Ball Explainer, Minorix und Stefan. Gruppe C, Bashi, Prate, André, Malte und Mimsu. Gruppe D, Jake, Bukterion, Ben, Banjo und Hannes. Gruppe E, El Abinado, Dr. Gandalf, Nadine, Public und Lux GAG. Gruppe F, Davoido, Bärchen, RDL, Sparky und Delis. Und Gruppe G, Justus, Emre, Vipsi, ich und Miss Justus. Kleiner Disclaimer: In den Folgen, zumindest der ersten und der zweiten Folge, gibt es da noch ein paar Verdreher in den verschiedenen Gruppen, weil da noch im Nachhinein was geändert werden musste. Deswegen nicht wundern, wenn ich mal irgendwie in der ersten Folge zur Gruppe E, Gruppe B sagen sollte oder ähnliches. Und das waren jetzt die Teilnehmer. Ihr könnt euch natürlich selber anfeuern, ihr könnt aber auch gerne die anderen anfeuern. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wer ihr denkt, dass die jeweiligen Gruppen gewinnen wird. Ihr seht jetzt hier eingeblendet, wann der Starttermin sein wird und wann die erste Folge rauskommen wird. Die Folgen werden dann wöchentlich released. Das bedeutet, jeden Mittwoch wird dann sozusagen eine neue Folge rauskommen, bis das Projekt dann abgeschlossen ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das zu so einem kleinen Event machen können, was sich so ein bisschen Big Time anfühlt. So unsere kleine persönliche WM sozusagen. Deswegen fieber da gerne mit. Ich würde mich da sehr freuen. Mich würde mich aber auch selber einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar und um ein Abo würde ich mich natürlich auch nicht beschweren. Deswegen macht das gerne. Ich hoffe, ihr habt Spaß dann an diesem Projekt, an diesem großen Turnier und wir sehen uns jetzt dann, wenn's Turnier losgeht. Bis dahin und tschüss.